So, da sind wir dabei. The Evil Within. Weiter geht's, nachdem Kettensägen Karl sich beim letzten Mal ein Scheibchen von uns abschneiden wollte, uns auf was hingekriegt hat, sollten wir gucken, dass wir schleunigst herauskommen. Wir sind immer noch am Humpeln und wie es klingt, ist der Typ natürlich immer noch hinter uns her. Verdammte Scheiße. Oh, Mist. Okay, gucken, dass wir hier durchkommen. Rüber. Steh auf, Sebastian. Du hast keine Zeit, hier rumzuliegen. Du kannst dich ausruhen, wenn du tot bist. Und wenn du dich nicht bewegst, wird das sehr bald sein. Alter, der Typ hat ein Problem. Und ich meine nicht nur seine krummen Zähne. Er hat ein halbes Stahlwerk in der Fresse. Gerade noch mal einen Aufzug gerettet. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Nicht mal mehr kippen, Mann. Was für ein Scheißtag. Ich war schon in Nervenkliniken, aber da wurde ich nicht wieder mit der Kettensäge rausgejagt. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Das war also erst der Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und wir sind auf einer anderen Etage angekommen, auf der die Leute hoffentlich nicht so leichtfertig mit Kettensägen umgehen. Mal sehen, ob die ein bisschen freundlicher ist. Ich hoffe es doch mal. Nicht, dass hier in jeder Etage irgendwie ein anderer Freak herrscht. Wow! Jetzt müssen wir wieder normal laufen. Was war das denn? Ist da ein Zeppelin explodiert? Okay, jetzt können wir extrem schnell laufen. Ist vielleicht auch besser so. Oh, wir sind in der Eingangshalle. Glaube ich. Sieht zumindest ähnlich aus. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Gehen hier Bomben hoch, oder? Was genau soll das sein? Hier, da war doch der Überwachungsraum. Genau, das ist der Raum vom Anfang, wo uns der Typ erwischt hat. Der aussah, als hätte er gebrannt und man hätte ihn mit einer Gabel gelöscht. Arschpirat, Mann. So geht man doch nicht auf neue Leute zu. Hm, willst du da nicht rein? Nein, da will er scheinbar wirklich nicht rein. Ich glaube, ich sollte rennen. Das ist vielleicht gerade das, was ich eher machen sollte. Jetzt mich hier wirklich umzuschauen. Moment, da komme ich her. Klingt zwar extrem heftig, was da außen abgeht, aber so dringend kann es ja dann irgendwie nicht sein, wenn ich total belanglos hier in der Gegend rumlaufen kann. Wenn es wichtig wäre, wäre ich schon zum Sandwich verarbeitet worden. Shit, wie lange waren wir da drin? Der Typ. Gut, dass er gekommen ist. Nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück! Warum sollten wir das wollen? Thank you.
Holy shit. Ja, plötzlich die ganze Stadt zugrunde geht. Ja klar. Das war eine smoothe Flucht, muss man ihm mal lassen. Hast du gut gemacht, Straßenkopf. Verdammt. Sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen! Fallen! Fuck. Pass auf! Was zum Fallen? Fallen! Fallen! Das hätte allerdings besser laufen können, die Flucht. Habe ich ihn also zu früh gelobt? Kapitel Nummer 1, überlebt. Okay, speichern wir mal ganz kurz an der Stelle, bevor wir direkt mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Neuer Speicherplatz. Sehr gut, ramm den Nagel ins Hirn. Oder was auch immer dieses Profilsymbol da oben gerade darstellen sollte. Kapitel Nummer 2, Überreste. Wo bin ich denn hier gelandet? What? Wer bist du denn? Die schieben mich doch nicht da wieder rein. Oh Gott. Zumindest sind wir noch am Leben. So halb. Wenn man den roten Tunnel des Todes Leben nennen kann. Sagt ja der Name eigentlich schon. Roter Tunnel des Todes. Das ist nicht wirklich lebenswertes hier. Nehmen wir ernsthaft, wo bringt er mich hin? Ich hoffe, das ist ein normales Krankenhaus. Was aber immer noch nicht erklärt, warum wir durch einen Heizungskeller geschoben werden. War nämlich gleich einer schon? Ach, lass mich hier einfach liegen. Okay. Das sind wir ja schon gewohnt mittlerweile, festgebunden auf unser Schicksal zu warten, so wie am Anfang in der Fleischerei in der Klinik. Doktor? Fuck. Du hast da was im Gesicht. Oh shit. Alles nur Halluzination gewesen, oder wie? Trotzdem sind wir an irgendeinem weirden Platz gelandet. Oh. Gehirn in Gläsern. Smooth. Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Wow. Mach mal locker, Junge. Hallo? Lass mal den Raum ganz. Jemand da? Käfer, ein Haufen davon. Dummerweise haben die keine Hände, um Türen zu öffnen. Oh, hey. Sind wir wahr? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Ich bin der... Bitte was? Bin ich in der Irrenanstalt gelandet? Die schicke Spiegel an der Wand hat. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen?
Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Was muss ich denn da ausfüllen? What? Ah, okay. Können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren? Okay, ich verstehe. Haben Sie auch nett gelöst, zukünftige Erinnerungen. Das heißt, wir speichern nichts, sondern wir tragen uns ein. Auch gut. Riecht wie Medizin. No shit, Sherlock. Hast gerade selber gesagt, wir sind in der Klinik. Das ist irgendwie ziemlich dekadenter Stuhl für eine Klinik. Was für eine Behandlung machen wir genau? Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Was soll das? Oh. Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Verbessern? Okay. Stopp. Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. Okay. Machen wir das doch mal. So, sehen Sie, schon viel besser. Also im Prinzip eine Lobotomie. Werde ich verrückt? Wie kommen Sie wieder? Ach. Du brennst gerade ein bisschen. Ich warte auf Sie. Das befürchte ich was. Ach du Scheiße. Okay. Der harte Typ, Mann, wer einfach mal durchs Feuer klettert, ohne dass es ihn interessiert. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Das ist eine gute Frage. Wir sind da rausgefahren und dann hier runtergefallen. Wo bist du? Und scheinbar auch ganz alleine, so wie es aussieht. Interessant. Lobotomien verbessern uns also. Gut zu wissen. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber stellt etwas Gesundheit wieder her. Reisespritze. Ach du Scheiße. Ah, okay. Das ist also D-Pad nach oben. Ah, alles klar. Verstanden. Oder? Ich glaube. Ah, damit können wir den Schnellzugriff festlegen. Interessant. Gut. Haben wir also doch ein bisschen Medizin gesammelt. Oh, da ist umher grünes Gel. Awesome. Eingelegtes Gehirn. Ich habe nicht gewusst, dass es ein System gibt, in dem wir Attribute verbessern können. Aber das macht die Sache natürlich auch noch um einiges interessanter. Was können wir verbessern? Wie krass können wir uns denn buffen? Ich glaube, ich folge einfach mal der unauffälligen Blutspur hier am Boden. Die wo endet? Endet die hier? Ah, hier geht's weiter. Ach du Scheiße. Losen Händen. Dreieck. Okay. Ich meine, auf den Kadaver einschlagen macht jetzt dann auch nicht mehr so arg viel Sinn. Oder können wir uns da irgendwie die Fäuste stählern, um dann noch heftiger zuboxen zu können? Kisten zerschlagen. Okay. Um mehr Gehirne einzusammeln. Ich mag, wie dieses Spiel denkt. Das ist nur die Frage, wo gehe ich lang? Mal in Richtung von dem Licht gehen. Schau mal, gibt es nicht so wirklich Begrenzungen hier. Ich suche die Ecke mal ganz kurz ab, bevor ich dann darüber gehe. Ich habe sowieso nicht wirklich einen Plan, ob ich da überhaupt hin muss, aber es ist so mal mein erster Anhaltspunkt. Einfach mal zum Licht gehen. Und wenn man auch immer sagt, geh nicht ins Licht, das ist vielleicht jetzt mal gar nicht so schlecht. Apropos Licht, ich habe auch die Helligkeiten der Folge ein bisschen angepasst, merkt man vielleicht. Also ich habe dann nach dem Rendern von der ersten Folge gemerkt, dass es dann doch ein bisschen dunkel ist. Sollte jetzt besser aussehen.
Und wenn nicht, solltet ihr vielleicht die Sonnenbrille abnehmen. Hier liegt nicht wirklich arg viel rum. Okay, das ist meine Stamina. Alles klar. Jetzt erklärt sich auch mal diese Anzeige, die man mal ganz kurz mal gesehen hat. Hab's mir schon was gedacht, dass irgendwas in diese Richtung ist. Also Marathon laufen können wir damit nicht, aber wer will schon Marathon laufen, wenn man auch einfach keinen Marathon laufen kann und sich einen Kaffee machen kann oder so? Die Logik ist fehlerfrei und funktioniert seit 25 Jahren jeden Morgen bei mir. Hier in der Ecke noch irgendwas Interessantes oder... Ah, okay. Ah, okay. Bin im Kreis gelaufen, alles gut. Dann lassen wir jetzt nicht weiter im Kreis laufen, sondern da vorne nach dem Licht schauen. Genau, an dem Kadaver vorbei. Und dann sieht man es eigentlich schon. Unauffällig strahlen da hinten. Aber dann doch irgendwie auch nicht. Ah, okay. Eine Lampe. Das ist schon mal sehr gut. Kann man nachts in dem Wald schon gebrauchen. Hey! Ist der da was? Sieht fast so aus. Es klingt auch so, als wenn es ihm schmecken würde. Finde ich aber cool, dass man zur Abwechslung keine Taschenlampe hat, sondern hier so eine Lampe halt. Hat man ja in Amnesia beispielsweise auch gehabt, aber ansonsten ist es meistens irgendwie eine Taschenlampe, aber keine Ahnung, ist irgendwie cooler mit den Laternen hier. Schwatz doch einer ab. Oh, sehr gut, das ist ein Revolver. 6 Schuss drin. Das muss ja köstlich gewesen sein. Das ist aber volle Kanne, Connolly. Oh shit. Mein Gott, Connolly. Braucht schon ein bisschen, bis er drauf geht. Gut, ich habe auch das eine oder andere Mal daneben geschossen. Alter, was ist so den Typen angestellt? So hungrig kann man doch nicht sein. Ich nehme mal dieses Hirn hier mit. Kann ich dir deins aus dem Schädel pulen oder so? Ich habe leider keinen Löffel dabei. Lass mal weitergehen. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Schuss. Na, wunderbar. Okay. Linken Stick reindrücken. Dann kann ich die Laterne benutzen. Ah, okay, er macht sie hinten an. Alles klar. Ich sehe da auch schon wieder Gehirn rumliegen. Was ist das denn? Steht noch jemand rum? Fuck, ich habe nur noch eine Kugel. Muss ich ihm wohl ins Gesicht boxen? Ich glaube, ich mache die Lampe mal lieber aus, bis ich weiß, wer es ist. Tut weh! Tut weh! Ah, der Typ. Whoa. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Ja, okay, ich glaube, das war sein Stichwort. Fallen entschärfen. Sehr cool, okay. Gegenstand erhalten, Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Qualenarmbrust? Das wird ja mal besser. Wo kann ich die herkriegen? Wahrscheinlich jetzt noch nicht. Also es ist eine sehr, sehr gute Mischung aus den Saw-Games irgendwie bisher und Resident Evil. Ich meine, wen wundert's, Shinji Mikami, aber also es gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Fallen entschärfen und rumschleichen und das wirklich auch der Fokus ein bisschen mehr auf Survival bisher zumindest ist, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt bisher einen Typen erschossen und das ist dann auch irgendwann mal legitim.
Denn ohne wäre es dann auch irgendwann ein bisschen lahm vielleicht. Ist eine gute Mischung auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, was hier noch kommt. Wo ist er denn jetzt hingerannt? Krankenhaus gefällt ihm scheinbar gar nicht. Kann ich verstehen, weil er die komplette Zeit in einem war. Ist da drüben vielleicht noch irgendwas? Oh! Yep. Da ist allerdings noch was. Streichhölzer benutzen. Nähere dich einen am Boden liegenden Gegner und drücke Kreis, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Okay. Das soll auch ja nicht mehr aufstehen. Hast du gehört, Junge? Vielleicht wird's heiß. Das hast du wahrscheinlich nicht gehört. Ist auch besser. Wie war's nochmal mit Kreis? Achso, ich brauche erstmal Streichhölzer. Das macht allerdings Sinn. Vielleicht mal zum Üben. Die Typen mehr abfackeln. Okay, ich bleib nicht so nah dran, denn verbrannte Haare riechen voll eklig. Wenn sich einfach in Luft auflöst. Das müssen wir dann wahrscheinlich bei den Gegnern machen, um zu verhindern, dass sie wieder aufstehen oder in irgendeiner Weise wieder reanimiert werden von wem oder was auch immer. Ich weiß ja noch nicht so wirklich, was hier abgeht. Können die das einfach? Man weiß, vielleicht ist es deren Kraft, sich wiederherzustellen. Werden wir auf jeden Fall noch früh genug rausfinden. Und Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut rein. Ich muss mal schauen, wo Leslie hingerannt ist. Der wird hoffentlich nicht allzu weit weg sein. Und dann schauen wir mal, was zur Hölle hier abgeht und ob wir Kidman wiederfinden. War nur Vögel, alles gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.